Ich installiere auf meinem Windows-PC Software nur dann, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Das heißt für mich, wenn Windows also eine Funktion nicht zur Verfügung stellt, dann bin ich bereit, eine Zusatzsoftware zu installieren. Und wenn ich schon eine Zusatzsoftware installiere, dann möchte ich natürlich eine Software haben, die möglichst viele Bereiche abdeckt und wiederum Installation von anderer Software unnötig macht. Und deshalb sprechen wir heute mal über das Bildschirmaufnahmetool oder Screenshot-Tool ShareX. Windows bringt ja schon das Snipping-Tool mit und nach dem Intro erkläre ich dir, warum ich trotzdem ShareX installiert habe. ShareX hat einen so großen Funktionsumfang, dass ich in diesem Video nicht dazu kommen werde, alles zu zeigen. Ich werde nur das zeigen, was ich persönlich auch benutze. Erstaunlich ist, dass dieses kleine Programm mit gerade mal nur 8 MB zu Buche schlägt und trotzdem so mächtig ist. Windows kommt ja schon mal selbst mit dem Snipping-Tool daher. Jetzt ist halt die Frage, warum sollte ich mir jetzt noch zusätzlich ein Screenshot-Tool installieren? Naja, das Snipping-Tool ist relativ eingeschränkt in seinen Möglichkeiten. Und deshalb würde ich dir gerne mal in diesem Video ShareX vorstellen. Wenn ich einen Screenshot mache, dann sollen danach zwei Dinge passieren. Zum einen möchte ich, dass der Screenshot in die Zwischenablage kommt. Zum anderen möchte ich, dass der auf der Festplatte gesichert wird. Das geht ganz einfach mit ShareX. Hier kann ich nämlich einfach auf Aufgaben nach der Aufnahme klicken und kann die Ziele definieren, wo mein Screenshot hingespeichert werden soll. Das habe ich nämlich hier auch gemacht. Hier ist einmal Bild in Zwischenablage kopieren und Bild zu Datei speichern. Diese beiden Optionen sind auch tatsächlich schon die Standardoptionen. Die habe ich gar nicht direkt einstellen müssen. Das Einzige, was ich hier verhindert habe, war, dass das Bild hochgeladen wird. Wie der Name schon sagt, ist ShareX nämlich ein Programm, das auch dazu dienen kann, dass man Bilder eben über das Internet teilt. Wie funktioniert das? Naja, da mache ich jetzt mal hier, es sind meine schon aufgenommenen Screenshots, kann ich einen Rechtsklick drauf machen und kann hier auf Hochladen gehen und dann wird das auf eine vordefinierte URL geladen. Da muss man aber sehr vorsichtig sein. Einmal hochgeladen kann dazu führen, dass man es nicht mehr löschen kann. Wäre jetzt also ungünstig, wenn man sein Passwort irgendwie screenshottet und das dann hochlädt. Diese Funktion von ShareX nutze ich eigentlich so gut wie nie, weil mir das irgendwie zu gefährlich ist, wenn das so halbautomatisiert in dem Programm passiert. Natürlich kann ich hier einen Rechtsklick auf jeden Screenshot, den ich gemacht habe, machen und auf Hochladen gehen. Ich könnte das also jederzeit nachträglich nachholen. Was habe ich noch so eingestellt? Ist natürlich jetzt mein persönlicher Anwendungsfall, aber wie du das einstellst, ist natürlich deine Geschichte. Ich kann es ja nur mal vorstellen, wie ich das mache. Und zwar habe ich zum Beispiel eingestellt bei der Bereichsaufnahme, nee, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte eigentlich zu Pfade. Es ist etwas am Anfang auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, denn ich bekomme ja hier sehr viele Optionen zur Verfügung. Genau, hier habe ich es gefunden, hier gibt es den Punkt Pfade. Und ich habe das Ganze geändert auf mein Pictures oder mein Bildpfad und das liegt im Standard, sonst nämlich unter Dokumente. Ganz nett ist hier, dass zum Beispiel jeden Monat ein neuer Ordner angelegt wird. Das beugt so ein bisschen dem Screenshot-Chaos vor. Genau, also wie funktioniert jetzt das Ganze? Ich habe jetzt noch definiert bei den Hotkey-Einstellungen, dass Print Screen, also die Drucktaste, meine Screenshot-Hotkey ist. Ich drücke den jetzt einmal und dann bekomme ich oben so eine kleine Editor-Leiste eingeblendet. Die benutze ich eigentlich nie, ist ja ganz nett, dass die da ist, aber naja, benutze ich eigentlich selten. Hier ist jetzt auch eine Lupe eingeblendet, dann kann ich genau hier, wo mein Cursor ist, sehen, was ich hier auswählen kann. Also kann hier sehr präzise schon Sachen ausschneiden und dann ist das direkt jetzt in der Zwischenablage. Was bedeutet in der Zwischenablage? Naja, ich kann es jetzt irgendwo einfügen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, WordPad kann es, ja. Also ich habe es jetzt einfach mit STRG V eingefügt und wenn das nicht noch reicht, dann habe ich es auf jeden Fall nochmal hier unter Bilder und Screenshots gesichert. Das sind auch nochmal die ganzen Bilder, die ich jetzt so aufgenommen habe. Gut, mir fehlt jetzt gerade hier eine Bildbetrachter-App, lassen wir uns davon mal nicht abschrecken. Ja, aber welche Funktionen erfüllt das Programm denn noch? Und ich finde es zum Beispiel super praktisch, dass ich hier direkt einen Editor dabei habe. Gerade für Screenshots ist es ja manchmal wichtig, irgendwie eine Abfolge zu definieren oder halt irgendwie einen Text reinzuschreiben oder einen Pfeil irgendwo hinzumachen. Ne? So, das geht hier super einfach und ich kann das Ganze sofort wieder in die Zwischenablage kopieren. Das heißt, ShareX ist einfach für so einen Arbeitsablauf sehr, sehr praktisch zu nutzen.
Man kann auch Sachen unkenntlich machen, ne? Das berühmte Passwort, das wir vorhin hatten zum Beispiel. Und dann könnte man es jetzt ja auch hochladen. So, den Bildeditor schließe ich natürlich und speichere das Ganze nicht. Eine nützliche Funktion, die das ganze Ding auch noch hat, ist die OCR-Funktion. Die benutze ich persönlich sehr selten, aber man kann hier auch einfach Text erkennen lassen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich ein Bild habe und kann da keinen Text rauskopieren oder ein PDF oder sowas, kann ich einfach das Ganze markieren, also wie ein Screenshot behandeln. Und jetzt warnt er mich, dass er halt eine API verwendet für die Texterkennung. Das heißt, diese Bilder werden erstmal hochgeladen, das finde ich ein bisschen schade, aber immerhin, das ganze Ding ist hier dabei und man kann sich hier ja Text erkennen lassen aus Bildern heraus. Natürlich kann das Programm jetzt nicht nur Screenshots machen, sondern ich kann zum Beispiel auch eine Bildschirmaufzeichnung starten. Zugegeben, das Ganze ist am Anfang ein bisschen Einrichtungsaufwand, das muss ich auf jeden Fall zugeben, aber für mich hat sich der auf jeden Fall gelohnt. Mich würde mal interessieren, welches Screenshot-Programm du verwendest und ob du noch den ein oder anderen Tipp hast, wie man vielleicht ShareX noch besser nutzen kann oder welche interessanten Funktionen hier sich noch verstecken. Zugegeben, der Funktionsumfang ist groß, ich kenne nicht alle, ich mache eigentlich fast nur Screenshots damit, aber es ist ja auch ein kleines Programm, von daher denke ich mal, ist das auch in Ordnung, wenn man es nur so nutzt, aber für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, damit das Snipping-Tool zu ersetzen. Ich danke dir fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal durch ein Abo oder einen Daumen nach oben unterstützt.